Guten Morgen. Guten Morgen. Zum ersten Mal unser Training früh. Ja, es ist 7.30 Uhr und wir haben schon unsere Aufwärmphase gemacht. Das ist super, weil dadurch verschieben wir die Phase zwischen Aufstehen und Arbeitsbeginn ein Stück weiter nach vor. Also und wir können dann mehr arbeiten. Yay. Yay. Und sind hoffentlich ein bisschen produktiver. Noch mehr. So, wir sind jetzt in der Mitte vom Workout und ich habe das Gefühl, es wird besser. Vielleicht. Ganz sicher. Training geschafft. Und es ist 8:30 Uhr. Coolerweise. Ja, das ziemlich früh. Frühstücken. Ach, bin ich froh. Ja, ich habe schon voll Hunger. Das Frühstück der Champions. Nochmal. Heute. Hier. Salat. Erbsen mit Karotten. Und es gibt Ei. Weil wir haben noch so viel Eier und die werden wir jetzt nicht weghauen, sondern wir werden sie essen. Okay, also und nur um das mal klarzustellen. Wir werden jetzt nicht vegan, ja? Auch wenn Alex der Meinung ist, er isst jetzt auf einmal gar kein Fleisch, gar keine Käse, gar keine Eier und gar nichts. Oh. Also noch nicht. Habt ihr gehört? Wir hatten jetzt eine Besprechung, die letzten 2 Stunden, ja, circa. Mit unserer Kunden, und wir eine Website bauen. Und haben jetzt das ganze Konzept erarbeitet. Jetzt wird das Ganze tatsächlich gebastelt und bin schon gespannt, wie es dann aussehen wird. Die erste minimale Website, werden wir dann ausprobieren, was gut funktioniert und was man eventuell noch verbessern kann für Ihre Zielgruppe. Genau. Also das ist ja so eins unserer Hauptdinger, die man auch bei uns im Kurs lernt. Wie man gute Webseiten aufbaut, die verkaufen. Genau, mit möglichst geringem Aufwand. Okay, auf jeden Fall gibt es jetzt einen Shake. Yeah, Proteinshake, weil Natalia möchte noch nicht Mittag essen, yeah. Drum gibt es mal einen Proteinshake. In einer Stunde, yeah, essen wir Mittag, möchte okay. Block machen. Achso, zuerst wird geblockt und ich muss noch Videos schneiden, also. Wow. So, jetzt sind wir ganz schön auf hell. Der Donauinsel, wo es eben ganz schön hell ist. Und schaut, wie schön, was hier heute los ist. Ah, das ist die falsche Seite. Wir zeigen euch nachher die schöne Seite der Donauinsel. Wir haben jetzt total produktiv gearbeitet. Wir hatten ja am Vormittag schon eine Besprechung. Das bedeutet, wir werden nächste Woche irgendwann einen Tag haben, wo wir eine Website bauen. In einer Vollgasaktion. Jetzt gibt's mal ein bisschen Vlogging und rausgehen und B-Roll und Fotos machen und Sachen für unseren Instagram-Account basteln. Und da gibt es die ersten Wakeboarder. Da fahren sie. Also vielleicht denkt ihr euch, dass wir während dieser Zeit, wo wir einfach nur heraus sind, ja total faul sind und überhaupt nichts machen. Es stimmt, dass wir herausgehen, aber es ist schon so, dass wir in dieser Zeit dann filmen und viele Fotos machen und versuchen, unsere Business-Ideen weiterzubringen. Und im Grunde genommen ist das unsere Besprechungszeit. Nur wir machen unsere Besprechungen halt nicht im Büroraum und trinken dabei Kaffee, sondern wir gehen hinaus und ich trinke manchmal auch dabei Kaffee. Genau, versuchen aber halt einfach was Gutes für uns zusätzlich aus der Zeit zu machen. Aber du hast gestern meinen Kaffee gar nicht reingenommen, den ich getrunken habe. Ja, oh, ich habe gestern so einen guten Kaffee böse getrunken. Vielleicht schneide ich das rein. Ja. Jetzt. So, jetzt bin ich total glücklich. Jetzt habe ich auch mal mein Cappuccino. Sojamilch natürlich. Ich glaube, man kann schon fast baden gehen. Bald können wir es machen. Ah, cooles Licht. Wir haben wieder unsere Verkaufsvideos weiter aufgenommen und haben ein cooles Lichtsetup. Und das ist ziemlich praktisch. Und die Natalia, die macht jetzt ein Unboxing. Wackelt ein bisschen, aber das Bild ist total schrecklich, aber da ist der. Oh mein Gott, und da ist auch einer. Wow, ist der groß.
Ist das flashig? Und das Teil ist so ungemütlich. Okay, und vergiss nicht. Like and subscribe. Genau. Das war nicht wirklich koordiniert. Okay, nochmal. Eins, Eins, zwei, zwei, drei. drei. Tschüss!